Hallo zusammen. Heute möchte ich zeigen, wie sich unsere Stecklinge verhalten. Am 24. Februar habe ich Hortensien geschnitten, die Ästchen ins Wasser gestellt und gewartet, bis die grüne Triebe kommen. Diese grüne Triebe habe ich rausgebrochen und hier in die Erde eingepflanzt. Hier in der Erde stehen die auch 1 Monat, 4 Wochen. Sprich, wir haben Zyklus 4 Wochen. 4 Wochen standen die bei mir circa im Wasser, 3 bis 4 Wochen. Und jetzt 4 Wochen sind die hier in der Erde mit grünen Zweigen. Sprich, nicht diese verholzten Ästchen, die waren ja im Wasser, sondern die grünen Zweige. Guckt euch dazu ein Video, wie genau diese Pflänzchen gepflanzt waren. Schauen wir uns mal an. Was habe ich gemacht? Ich habe hier eine Reihe, zweite Reihe, dritte Reihe. 3 Reihen, je 4 Stück, waren Vanilla Fraise. Was ist geworden? Also 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück sind gut gewachsen. Man kann richtig sehen, die stehen ganz schön stark und stabil in der Erde. Die haben auch neue Triebe bekommen. Die wachsen richtig gut. Ein paar sind kaputt gegangen. Wie ihr sehen könnt, hier am Rande, hier in der Mitte ist einer eingegangen und die mittlere Reihe hat auch nicht alle durchgekriegt. Danach hatte ich 2 Reihen Silver Dollar. Von diesen 2 Reihen sind 6 durchgekommen und 2 jeweils hier sind eingegangen. Also hier hatte ich Auswahl von 2. 2 sind kaputt. Hier hatte ich 1, 2, 3, 4, 5. Bei Vanilla 5 kaputt, bei Silver Dollar 2 kaputt und noch eine Reihe hatte ich gemacht hier mit Polarbär. Da ist einer durchgekommen und der zweite ist ein bisschen klein. Mal gucken. Schauen wir uns mal das Wurzelsystem an und gucken, was wir damit machen. Nochmal. Ich finde, das ist eine sehr gute Ausbeute. Bei Vanilla sind 50% durchgekommen. Bei Silver Dollar war besser. Polarbär ist schlecht durchgekommen. Dadurch, dass ich es nicht brauche, um irgendwelche Produktion zu betreiben. Das ist alles nur für mich selbst und ich habe ja schon die Mutterpflanzen, um jemandem ein Geschenk zu machen oder eine Freude zu bereiten. Das finde ich gut, wenn man sowas mitnehmen kann. Auf jeden Fall schauen wir uns jetzt ganz genau an, wie die Wurzeln sich gebildet haben, wie das Wurzelsystem nach 4 Wochen in der Erde bei den grünen Stecklingen aussehen kann. Fangen wir an gleich mit diesem Vanilla-Fraise-Pflänzchen. Ich lüpfe das mal jetzt mit der Gabel hoch. Plastikgabel ist nicht so gut, insofern, wenn die Erde zu hart sein sollte, was nicht passieren darf, die Erde hier soll immer locker sein, dann entsteht richtig gutes Wurzelsystem. Aber falls es verhärtet sein sollte, kann sein, dass Plastik natürlich bricht. So, gucken wir uns mal an, das Pflänzchen Vanilla Fraise. So, schaut euch das an. Vielleicht so. Seht ihr diese tollen kleinen Saugwurzelchen? Diese weißen tollen Wurzeln, das ist genau das, was wir gebraucht haben. Diese Pflanze wird jetzt auf jeden Fall überleben. Ich setze die Pflanze jetzt mal, wartet mal, gucken wir mal so, da rein, das ist zu wenig Erde. Ich mache mal ein bisschen mehr Erde rein. So, mache ich Erde rein. So, schaut mal. Jetzt stelle ich unser Pflänzchen da rein und werde es nochmal mit der Erde hier
festmachen. Ich werd's nicht reindrücken. Mit einer Hand ist ein bisschen doof. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. So, von beiden Seiten. Ich rüttele und schüttele. Mach noch ein bisschen Erde rein. Die Erde ist nicht feucht. So, schaut mal, ganz, ganz locker. Ich habe nur aufgefüllt mit der Erde im Prinzip. Ich habe unten etwas Erde reingemacht. So. Das ist unser tolles Pflänzchen von Vanilla Fraise. Schauen wir noch ein paar andere an. Genau. Danach, dass ich das euch zeige, danach besprühe ich es mit Wasser. Nur so. Nur ein bisschen. Und das war's. Ich mache jetzt hier kein Schwimmbad. Ich möchte die nicht übergießen. So werden die stehen. Diese Pflanze wird auf jeden Fall in einem Monat nachwachsen. Und die kann ich dann auch schon rauspflanzen. Wenn wir einen warmen Sommer haben, wird diese Pflanze sogar blühen. Gucken wir uns mal die anderen an. Schauen wir mal, was bei den anderen mit dem Wurzelwerk ist. Gucken wir hier diese Pflanze uns an. Eine Metallgabel wäre natürlich geschickter und besser, aber auch die Plastikgabel erfüllt ihren Zweck. Mal sehen. Seid ihr bereit? Schaut mal. Schaut mal euch dieses Wurzelsystem an. Schaut mal euch dieses Wurzelwerk an. In 4 Wochen. 17. Februar habe ich das reingestellt und heute haben wir 25. April. So, diese Pflanze geht so hin. So, die erste stelle ich auf die Seite. Das ist die zweite Pflanze. Und ich mache genau das Gleiche. Ich fülle das nur ein bisschen mit Erde auf. So. Und von der anderen Seite, damit die Erde locker bleibt, dass die nicht klumpig ist. So. Noch von der anderen Seite ein bisschen. So, hier. Schaut euch das mal an. So, gerade stellen. Nochmal ein bisschen auflockern. Fertig. Ich werde das genauso besprühen. Ah, schaut mal. Fertig. Nochmal eine Vanilla Fraise. Gucken wir jetzt mal uns eine andere Sorte an, wie Silver Dollar. Schauen wir uns mal an. Da, ein bisschen schwierig. Ich glaube, das sind gute Wurzeln. Ich lupfe mal beide hoch. Oh oh. Die sind richtig, richtig fest da drin. Ich sehe schon, schaut mal, wie ich die anderen Wurzeln da kaputt mache. Da. Schaut mal. Das sind die Wurzeln. Das ist Silver Dollar. 4 Wochen alt. Hole ich gleich nochmal einen, den nächsten. Ich zeige euch einfach mal die Wurzeln und werde dann das Video zu Ende machen. Selbst dann umpflanzen, weil mit 2 Händen ist das geschickter. Schaut euch das mal an. Ich nehme das etwas geschickter in die Hand. Schaut euch das an. Seht ihr diese Wurzel? Schaut euch das an. Schaut euch das an. Da. Das ist die Pflanze Silver Dollar. So sieht die aus nach 4 Wochen. Diese Pflanze
kann man jetzt, wenn man möchte, beim Anpflanzen hier die Spitze abschneiden. Dann treibt die Pflanze noch aus den Seiten heraus und wir bekommen noch in diesem Jahr nicht nur ein Stängelchen, sondern bekommen gleich zwei, die eventuell blühen werden. Ich mache das nicht, weil ich habe schon wuschige Setzlinge. Zeige ich euch gleich. Wartet mal. Kann ich euch gleich zeigen. So. Hier. Schaut mal. Das war ein Steckling. Den habe ich hier oben, habe ich ihm die Spitze abgezupft. Und ihr seht, wie hier oben bereits neue Knospen aufgewacht sind und treiben werden. Die zweite Spitze hier habe ich nicht gekappt, weil das klein war. Sprich, ich werde noch in diesem Jahr hier drei richtig tolle Stängelchen bekommen. Vorteil ist, dass dieser Trieb viel schneller, härter und stärker wird, wie der einzelne kleine feine. So, die hier möchte ich in einem ziehen lassen. Abonniert mich, drückt die Daumen hoch und bis zum nächsten Mal.